Zukunft. Supremo. Wenn es zu viele Soldados werden, drückst du einfach ab. Ach ja, eine klitzekleine Kleinigkeit solltest du vielleicht noch wissen. Aha. Die Supremos sind in einer Experimentierphase. Sie brauchen Zeit zum Atmen, nachdem du sie benutzt hast, damit sie dich überladen und dich töten. Das hättest du mir auch vor dem Aufsetzen sagen können. Lass den Supremo sich einfach am Blut deiner Gegner laben. Was? Das wird schon, Danny. Das wird schon. Ja! Langsam. Dachte schon, du kommst nicht mehr. Hör zu, ich will ehrlich sein. Ich wollte das allein machen, aber Clara hat mir einen Befehl gegeben. Ich kann auf mich aufpassen. Ist mir egal. Das konnte Lita auch. Sie sollte jetzt hier sein, stattdessen habe ich dich. Und ich sollte jetzt in Miami sein. Stattdessen sind meine zwei besten Freunde tot und ich sitze hier mit dir fest. Waffenstillstand? Genug geredet. Schritt 1, wir greifen ihren Tabak an. Schritt 2, wir zerstören ihren Giftvorrat. Schritt 3... Wir verpissen uns und Castillo kriegt eine nette kleine Botschaft von Libertad. Verstanden. Hier, diese Ausrüstung wird dich vor Feuer schützen. Und noch wichtiger, vor Castillos beschissenem Gift. Ausrüstung für jede Situation hilft dir, am Leben zu bleiben. Ja, ja. Das richtige Werkzeug für den Job. Das höre ich ziemlich oft in letzter Zeit. Hör zu, Julio. Lita war wie eine Schwester für mich. Sie hätte nicht auf diesem beschissenen Boot sein sollen. Sie ist deinetwegen gestorben, Rojas. Nein. Anton Castillo hat Lita getötet. Wenn ich nur statt ihr am Strand gestorben wäre. Lita war ein besserer Mensch, als ich es je sein könnte. Und wenn sie dich geliebt hat, dann sagt es eine Menge darüber aus, wer du bist. Es reicht. Hör zu, wenn wir das gemeinsam durchziehen wollen, musst du von dem Gift wissen. Du meinst den Scheiß, den sie auf diese Blätter sprühen? Der offizielle Name lautet PG-240. Aber wir nennen es das Gift, weil es deinen ganzen Organismus fickt. Versuch es nicht einzuatmen oder auf die Haut zu bekommen. Es kann dich verrückt oder krank machen. So richtig krank. Und wenn dich das nicht umbringt, dann der Krebs, den es in dir wachsen lässt. Scheiße. Du bist also vom Militär? Scharfschütze? Nahkampf? Was ist dein Ding? Ich kann gut mit Knarren. Wir verstehen uns. Dann denk mal nach. Die Ausrüstung von mir hilft gegen Feuer und Gift.
Aber Guerilleros brauchen welche, die immer zu ihrem Stil passt. Sonst überleben sie nicht lange. Von hier aus können wir es gut auskundschaften. Bin hinter dir. Mal sehen, womit wir es zu tun haben. Hier hoch, dalle! Siehst du den Viviro-Tabak und die gelben Giftcontainer? Sie. Stich Löcher in die Container, damit das Gift raus kann. Witzige Sache. Giftgas und Feuer sind eine wilde Mischung. Tabu. Dasselbe gilt für die Sprühkommandos. Die sind schwer zu töten, aber sie vertragen keine Hitze. Du hast einen Flammenwerfer, du hast den Supremo. Zeit, diesen Viviro-Scheiß loszuwerden. Weißt du, Lita und ich hatten ein Ritual, um uns vor dem Kampf aufzuheizen. Ein Lied. Lass mal hören. El movimiento de libertad. Oh, bella ciao, bella ciao. Bella ciao, ciao, ciao. Für Lita. Für Lita. Sorgen wir für etwas Chaos dann. Scheiße, was Ärger. Los jetzt. Du den Viviro-Tabak und die gelben Giftcontainer? Sie. Stich Löcher in die Container, damit das Gift raus kann. Witzige Sache. Giftgas und Feuer sind eine wilde Mischung. Tabu. Dasselbe gilt für die Sprühkommandos. Die sind schwer zu töten, aber sie vertragen keine Hitze. Du hast einen Flammenwerfer, du hast den Supremo. Zeit, diesen Viviro-Scheiß loszuwerden. Weißt du, Lita und ich hatten ein Ritual, um uns vor dem Kampf aufzuheizen. Ein Lied. Lass mal hören. El movimiento de libertad. Oh, bella ciao, bella ciao. Bella ciao, ciao, ciao. Für Lita. Für Lita. Sorgen wir für etwas Chaos dann. Brennen wir alles bis auf die Grundmauern nieder. Cadenas saben.
Ich höre Musik. Yeah.
voran. Thank you.
Zeug mit einem Flammenwerfer verbrennen? Kommt mir bekannt vor. Wirklich auf dich aufpassen. Ich will ja nicht sagen, ich hab's dir doch gleich gesagt, aber... Pass auf, wir sollten verschwinden. Das war ein ziemliches Feuerwerk und die werden den Rauch sehen. Wir sind ein gutes Team. Si, wenn du gut mit Lita konntest, kannst du auch gut mit mir. Gracias, Danny. Wir treffen uns im Lager. Clara, ich hoffe, du kannst den Rauch von deinem Standort aus sehen. Heute hast du Castillo einen Schlag verpasst. Hoffentlich war Julio nicht so hart zu dir. Er ist verletzt, aber okay. Ich glaube, Lita würde jetzt lächeln. Danny, es gibt jemanden, den du kennenlernen solltest. Er heißt Benito. Er ist ein Fischer. Das bedeutet Boote für Libertad. Er lebt auf der Ostseite von der Casas-Bucht. Es ist immer gut, neue Freunde zu finden. Du baust Brücken für mich, Danny. Das ist dein Talent. Wir brauchen Benito. Sprich mit ihm.